Timo Wöhler ist wegen Mordes angeklagt. Der erfolgreiche Architekt hatte sich im letzten Jahr ein Doppelleben in zwei verschiedenen Städten aufgebaut, welches jetzt aufzufliegen drohte. Die Wochenenden verbrachte der 35-Jährige mit seiner Frau Hanna und seiner kleinen Tochter. Unter der Woche führte er eine innige Liebesbeziehung mit seiner Freundin Natalie. Keine der beiden Frauen ahnte, dass Timo sie belügt und betrügt. Doch eines Abends erfährt Natalie durch ihren Nebenjob als Taxifahrerin zufällig die Wahrheit. Noch bevor die junge Frau etwas unternehmen kann, wird sie in ihrem Taxi erstochen. Wollte der Angeklagte so verhindern, dass seine schwangere Ehefrau von seinem Doppelleben erfährt? Sie heißen Timo Wöhler, geboren am 8. Februar 1976 in München. Sie wohnen in München, Sie sind verheiratet, Architekt und seit dem 15. Mai 2011 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Am Abend des 13. Mai 2011 gegen 19.30 Uhr suchte der Angeklagte seine Geliebte Natalie Ansberg in deren Taxi auf einem Parkplatz in München auf. Um zu verhindern, dass Natalie Ansberg seine Ehefrau über sein Doppelleben informierte, nahm der Angeklagte das von ihr zur Selbstverteidigung mitgeführte Messer an sich und stieß es ihr 5-mal in den Bauch. Natalie Ansberg erlitt einen Anstich der Leber sowie mehrere Perforationen des Dickdarms. Sie verstarb wenig später infolge eines hämorrhagischen Schocks. Der Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. Herr Wöhler, wollen Sie sich zu dieser Anklage äußern? Ja, natürlich. Ich habe Natalie nicht umgebracht, wirklich nicht. Sie haben sie umgebracht, weil an diesem Tag ihr ganzes Lügengerüst zusammengebrochen ist. Es stimmt, dass alles aufgeflogen ist. Ja, und ich habe auch echt Panik bekommen, als Natalie an dem Tag erfahren hat, dass ich verheiratet bin. Aber deswegen bin ich nicht mit dem Messer auf sie los. Ich habe Natalie auch geliebt, auch wenn es vielleicht ungewöhnliche Umstände waren. Ungewöhnliche Umstände, sehr nett formuliert. Sie sind verheiratet und hatten nebenbei die Beziehung gepflegt zu einer anderen Frau. Ich weiß, dass das nicht okay ist, ja? Aber es ist mir einfach so passiert und ich bin da irgendwie dummerweise reingeschlittert. Wie lange lief denn das Ganze parallel? So circa ein Jahr. Ich bin wegen dem Job wieder zurück nach München und meine Frau wollte nicht mit, deswegen bin ich gependelt. Und unter der Woche habe ich Natalie in ihrem Taxi kennengelernt und habe mich sofort Hals über Kopf in sie verliebt. Klingt doch ganz romantisch. Und zu Hause saß parallel die schwangere Frau und außerdem ein 2-jähriges Kind, ihre Tochter. Hören Sie, ich bin kein schlechter Mensch. Das mag für Sie alles abgebrüht klingen, ja? Aber ich kann nur so viel sagen, ich hätte früher auch nie gedacht, dass ich mich in 2 Frauen gleichzeitig verlieben kann. Mir ist das leider passiert, Entschuldigung. Entschuldigung, es geht auch gar nicht darum, Sie moralisch irgendwie zu verurteilen. Verstehen Sie uns da nicht falsch, aber es ist doch wichtig für Verständnis des Ganzen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, wussten beide Frauen nichts voneinander. Nein. Also gut, Ihre Frau wusste, dass Sie die Woche über in München arbeiten, aber was dachte Ihre Freundin, wie Sie Ihre Wochenenden verbringen? Natalie dachte, dass ich am Wochenende meine Eltern unterstütze. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich dann immer um sie kümmern und ihnen helfen muss. Die hat dann auch gar nicht mehr weiter nachgefragt. Wahrscheinlich hat sie sich ja sogar noch gefreut, dass sie so einen guten Charakter haben. Es ging jedenfalls lange Zeit gut bis zu diesem 13. Mai. Und wie ist da dann alles aufgeflogen? Natalie hat an dem Tag zufällig meinen Freund und Kollegen Clemens gefahren und sie haben sich unterhalten im Taxi und durch einen dummen Zufall ist das Ganze irgendwie aufgeflogen. Ihre Freundin wusste also plötzlich Bescheid und hat sie damit konfrontiert? Ja, natürlich. Was war ihre Reaktion? Sie hat mich auf dem Handy angerufen und mich angebrüllt. Sie ist total ausgeflippt und war natürlich stinksauer. Sie meinte, ich soll sie nie wieder anrufen und mich, sie will auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Dann hat sie aufgelegt und ging auch nicht mehr ans Handy. Ich habe immer gewusst, dass das irgendwann mal passieren wird, aber als es dann soweit war, hat es mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Sie gingen immer ans Handy, sagten Sie. Also ja. Was haben Sie dann gemacht, nachdem Sie Ihre Freundin telefonisch nicht mehr erreichen konnten? Ich bin mit dem Bus zum Taxistand gefahren, um sie dort zu suchen, aber war alles wie ausgestorben. Und dann habe ich auch nicht mehr gewusst, was ich machen soll und bin dann wieder nach Hause gefahren. Was erzählen Sie mir denn? In der Situation, wollen Sie mir erzählen, sind Sie dann einfach zu Ihrer Frau nach Hause nach Karlsruhe gefahren? Ja, was hätte ich denn tun sollen? Natalie wollte ja gar nicht mit mir sprechen und ich konnte sie auch nirgendwo finden. Außerdem hat meine Frau zu Hause auf mich gewartet. Nun stand Natalie Ansberg zu dem Zeitpunkt natürlich nur 200 Meter entfernt vom Taxistand auf dem leeren Parkplatz. Mich wundert, dass Sie da den Wagen nicht gesehen haben. Das hat mich auch gewundert, als ich das im Nachhinein erfahren habe. Aber wahrscheinlich war ich zu aufgeregt. Wissen Sie wieder, dass Sie wahnsinnig aufgeregt waren? Glaube ich Ihnen sogar aufs Wort, ne? Ich meine, Sie werden sich die schlimmsten Vorstellungen gemacht haben. Darüber nämlich, wie wohl Ihre schwangere Frau reagieren wird. Was wohl aus den beiden Kindern werden wird. Das würde Ihnen durch den Kopf gegangen sein. Ja, natürlich. Ja,
Sehen Sie? Und deswegen gehe ich davon aus, dass Sie nur ein Ziel vor Augen hatten. Sie mussten unbedingt Frau Amtsberg finden, Herr Wöhler. Darum ging es Ihnen. Sie mussten sie zur Rede stellen. Sie mussten dafür sorgen, dass sie in keinem Fall die Informationen an Ihre Frau weiterträgt. Also haben Sie nach ihr gesucht, bis Sie sie finden. Mein Gott, bitte glauben Sie mir, ich habe sie nicht gefunden. Sie haben sie gefunden. Dann waren Sie bei Ihrem Auto, haben gestritten. Nein. Die Situation ist irgendwie eskaliert. Dann ist meinetwegen irgendwie dieses Messer ins Spiel gekommen. Aber das haben Sie bewusst genommen. Damit haben Sie bewusst fünfmal zugestochen und haben Frau Amtsberg getötet. Nein, verdammt. Das Ganze würde ja nur dann Sinn machen. Das heißt, Ihre Theorie, wenn Nathalie Amtsberg damit gedroht hätte, seiner Frau etwas zu sagen. Aber das hatte sie ja gar nicht. Sie hat damit nicht gedroht und deshalb ist ihre ganze Theorie hinfällig. Na, das ist zu schnell geschossen, Herr Verteidiger. Ich meine, wir haben die Freunde von ihr gefragt. Die haben uns gesagt, sie war absolut der Typ, der in dem Moment der Information sofort der Ehefrau Rheinwein eingeschenkt hätte. Und entschuldigen Sie bitte, sie war mit ihrem Team, sie waren länger zusammen, sie kannten sie doch. Sie wussten doch ganz genau, wie sie reagieren würde. Kommen wir mal zur Aussage Ihrer Frau, Herr Wühler. Ihre Frau hat in ihrer polizeilichen Aussage gesagt, dass sie bei ihrer Heimkehr an dem Abend einen Blutfleck auf dem Hemd gehabt hätte. Ich war ziemlich aufgeregt und da bekomme ich halt immer Nasenbluten. Und deswegen war da Blut auf meinem Hemd. Das nehme ich Ihnen nie und nimmer ab und Ihre Frau auch nicht. Das wissen Sie ganz genau und da spricht ja wohl schon Bände. Das tut's doch eben gar nicht. Ist doch logisch, dass meine Frau nach dem ganzen Vorfall nicht gut auf mich zu sprechen ist. Seit Hannah von Nathalie weiß, hasst sie mich und würde alles behaupten, nur um sich an mir zu rächen. Sie würden doch hier alles behaupten, um sich irgendwie rauszureden, Herr Wöhler. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, hören Sie mal, ich habe Riesenmist gebaut und das weiß ich und dafür muss ich die Konsequenzen tragen. Aber ich sehe nicht ein, warum ich für einen Mord, den ich nicht begangen habe, unschuldig ins Gefängnis gehen soll. Das ist doch ein bisschen zu viel hier. Und wer sagt uns denn, dass nicht seine Ehefrau schon von dem Verhältnis lange wusste? Wir haben gehört, dass sie ihn mittlerweile hasst. Vielleicht hat sie zugeschlagen. Dafür gibt es keiner der Anhaltspunkte, Herr Lenzen. Ja, was nichts heißen muss. Aber ich will noch auf etwas ganz anderes hinaus. Es gibt da noch einen Mann, der an dem Tatabend eine andere Taxifahrerin sexuell belästigt hat. Herr Knake. Und ich denke, dass der sicherlich auch ein weiteres Motiv hatte, die Tat begangen zu haben. Ich glaube, auch hier müssen wir noch den Fokus drauf legen. Bleiben wir doch erstmal beim Angeklagten selbst. Gibt es an den noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr, danke. Keine, danke schön. Dann vernehmen wir als allererstes mal eine Freundin des Opfers. Gesine Spielmann, bitte schön. Sie nehmen bei Ihrem Herrn Verteidiger bitte schön Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Frau Spielmann, guten Tag. Nehmen Sie einfach hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit zu sagen haben. Sie wissen auch, wer vor Gericht was Falsches sagt, macht sich strafbar. Selbstverständlich. Sie heißen Gesine Spielmann, 40 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind Taxifahrerin von Beruf. Und Sie waren eine Kollegin von Nathalie Amtsberg. Richtig? Ja, das stimmt. Aber Nathalie und ich waren nicht nur Kolleginnen, sondern auch echte Freundinnen. Mhm. Als die Nathalie damals nach dem Studium oder neben dem Studium mit dem Taxifahren begonnen hat, war ich diejenige, die ihr alle Tricks und Kniffe gezeigt hat, um unter all diesen Männern ihre Frau zu stehen. Mhm. Mit dem Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert, nehme ich an. Nein, ich kenne den Timo nur vom Sehen und natürlich aus Nathalies Erzählungen. Mhm. Was du der Nathalie und deiner Frau da angetan hast, ist wirklich das Allerletzte. Ich wollte nie jemandem wehtun, Gesine. Ja? Und ich habe das alles eigentlich auch nur aus Liebe getan. Was ist denn das für eine bescheuerte Antwort, bitte? Was hat denn das mit Liebe zu tun? Ha? Für Nathalie warst du die große Liebe. Sie hat eine gemeinsame Zukunft mit dir geplant. Für sie warst du der Richtige. Mein Traummann ist mir direkt vors Auto gelaufen, hat sie mir damals erzählt. Ja, und jetzt? Ich kann auch nicht glauben, dass sie tot ist. Für mich war es auch lieber auf den ersten Blick, als ich ja damals vor ihr Taxi gerannt bin. Und anschließend waren wir beim Italiener, da hat es dann richtig gefunkt. Ist dann später sogar unser Stammlokal geworden. Dann kann ich umso weniger verstehen, dass du dem armen Mädel sowas überhaupt antun konntest. Obwohl deine Frau jetzt gerade mit dem zweiten Kind schwanger ist. Wie bringt man sowas bitte zusammen? Ich habe doch immer versucht, Nägel mit Köpfen zu machen, ja? Aber irgendwie war dann immer ein ungünstiger Zeitpunkt und habe ich es wieder nicht übers Herz gebracht. Entschuldigung, für sowas gibt es doch nie einen günstigen Zeitpunkt, oder? Ja, ich weiß, aber ich habe mich die ganze Zeit nur im Kreis gedreht. Immer wenn ich Hannah verlassen wollte, weil es gerade gekriselt hat oder was anderes passiert war, dann habe ich an unsere Tochter gedacht und habe es wieder nicht übers Herz gebracht. Und andererseits hatte ich auch Nathalie ständig im Kopf. Das war genauso schlimm. Du hast Nathalie kurz vor ihrem Tod versprochen, dass du mit ihr zusammenziehst. Ja, aber sowas macht man doch dann auch nicht. Als ich ihr das versprochen hatte, hatte ich fest vor, Hannah zu verlassen. Und dann bin ich zu Hause und dann erzählt mir Hannah, dass sie schwanger ist. Und alles war wieder chaotisch. Ja, aber dann hättest du dich umso mehr endlich einmal entscheiden müssen, du Feigling. Ach Mensch, Gesine, für mich war es doch auch die Hölle.
Mei, du bist so erbärmlich. Sollen wir vielleicht jetzt auch noch Mitleid haben mit dir oder was? Du warst doch gar nicht in der Situation. Da fällt's einem aber leicht, über andere zu urteilen. Jetzt sag ich dir mal was, du Waschlappen, du. Man kann sich schon mal verrennen im Leben. Aber wenn man über ein Jahr lang so einen Scheiß verzapft und die Menschen, die einen lieben, so verarscht, da ist man nichts anderes wie ein riesengroßes Egoistenschwein. Also bis zum letzten Wort hätte ich ihn ja am liebsten noch applaudiert, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem, auch wenn ich noch so Verständnis habe, dass sie wütend sind auf den Angeklagten, keine Schimpfwörter bitte. Ja. Ich würde jetzt ganz gern zum Tatabend zurückkommen. Ja? Sie sollen Natalie Arnsberg ja kurz vor ihrem Tod an diesem 13. Mai noch gesehen haben. Ja, das stimmt. Mhm. Wann und wo waren das? Ja, das war so gegen 19 Uhr bei unserem Taxistand. Ja, ich weiß ja, dass normalerweise die Natalie gegen 19 Uhr abends den Timo immer abholt und dann zum Zug gebracht hat. Und als sie an dem Abend dann ohne den Timo im Auto angefahren kam, habe ich mich gewundert und bin zu ihr hin. Und haben Sie angesprochen und was hat sie Ihnen da erzählt? Ja, also nicht viel. Also sie war total still und in sich gekehrt. Und als ich sie dann nach dem Timo gefragt hat, hat sie mir ja nur gesagt, sie hat jetzt echt keine Lust auf Reden und dass gerade was ganz was Heftiges passiert ist. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich lasse sie in Ruhe und frage jetzt nicht mehr weiter nach und frage sie vielleicht später. Aber das war dann leider das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Frau Spielmann, kennen Sie dieses Messer hier? Ja, das kenne ich. Das hat Natalie immer zur eigenen Verteidigung im Auto gehabt. Die Rechnung ist leider in dem Fall nicht aufgegangen. Ja, im Gegenteil, das ist die Tatwaffe. Also mit diesem Messer ist sie erstochen worden. Es sind am Griff keine Spuren des Täters gefunden worden. Also es sieht ganz so aus, dass der Täter die Waffe auch noch abgewischt hat. Dieser miese Feigling. Timo hat ganz genau gewusst, dass Natalie immer ein Messer zur eigenen Verteidigung im Auto hatte. Und er hat auch ganz genau gewusst, dass er sie um diese Uhrzeit mühelos auf dem Parkplatz aus dem Weg räumen kann. Weil um die Uhrzeit ist da nämlich niemand mehr. Ich schwöre es dir, Gesine, ich war das nicht. Ich glaube, dass du damals wenigstens noch das Leben mit deiner Frau und deinen Kindern retten wolltest. Du hast Natalie ohne mit der Wimper zu zucken dafür geopfert. Laut Obduktionsbericht ist mit genau diesem Messer 5-mal auf Natalie Arnsberg eingestochen worden. Dadurch ist ihre Leber und auch ihr Dickdarm verletzt worden, sodass es zu massiven inneren Blutungen gekommen ist, an denen sie letztendlich dann auch verstorben ist. Ich hätte kurz eine Frage an die Zeugin. Das ist eine reine Bewertungsfrage. Würde mich freuen, wenn die Frage zugelassen wird. Mich würde einfach interessieren, als Natalie von diesem Doppelleben erfahren hat, wie Sie das Ganze einschätzen. Einfach, hätte sie sich zurückgezogen und dicht gemacht oder hätte sie mit der Ehefrau Hanna gesprochen und ihr ganz klipp und klar gesagt, was sie dann Erfahrungen gebracht hat? Also Natalie hätte in jedem Fall die Frau Wöhler über diese Riesenschweinerei aufgeklärt. Herr Wöhler, haben Sie es gehört, ne? Genau so schätze ich es eben ein. Und deswegen haben Sie sie ja auch so blindwütig gesucht. Sie wussten, dass Frau Arnsberg natürlich mit Ihrer Frau sprechen würde. Und das mussten Sie verhindern. Deswegen kam es zu dieser Tat. Ich habe sie nicht gefunden und ich habe sie auch nicht erstochen. Vielleicht wäre es hilfreich gewesen, dass Sie Natalie Arnsberg vor Ihrem letzten Fahrgast gewarnt haben. Ach, Sie meinen diesen Manuel Knake? Ja, ganz genau. Ich glaube nämlich, dass dieser Manuel Knake der Täter ist und nicht mein Mandant. Er hat Sie schon belästigt und ich glaube, dass es dann mit Natalie Arnsberg auch zu einem Streit gekommen ist. Ja, normal war der Typ nicht, das stimmt ja. Inwiefern, was haben Sie denn mit dem Herrn Knake erlebt? Er ist bei mir vorne ins Taxi eingestiegen. Und dann ging es auch gleich los mit seinen dummen Sprüchen. Von wegen, also du kannst ja noch ein bisschen extra Geld dazu verdienen, Süße, wenn du ein bisschen mehr Körpereinsatz zeigst. Das ist doch einfach nur widerlich, sowas. Wenn das so war, dann kann man ihm da nur recht geben. Ja, und dann hat er auch noch angefangen, an meinem Knie rumzufummeln. Dann habe ich ihm eine gelangt und habe ihn aus dem Taxi rausgeschmissen. Sehen Sie? Und ich gehe davon aus, dass Natalie Arnsberg genau das Gleiche passiert ist. Die hat sich dann wohl versucht, mit dem Messer zu retten. Und das Ding ist dann nach hinten losgegangen. Fragen noch an die Zeugin? Ich habe keine Fragen. Dankeschön, danke. Dann bleiben Sie unvereidigt. Dann hören wir den Herrn mal. Manuel Knake, bitte. Herr Knake, kommen Sie bitte nach vorne und setzen Sie sich. Danke. Nehmen Sie Ihr Platz, bitte schön. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugen natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sicher. Vorsorglich 55 StPO. Ich belehre Sie, dass Sie auf Einzelfragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Manuel Knake, 23 Jahre alt. Sie wohnen in München. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Systemadministrator für eine große Softwarefirma. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, ich kenne den Typen nur gar nicht. Ich bin nur mit seiner Gespielin oder Wasserfrau immer war im Taxi gesessen. Das war alles. Natalie war meine Freundin und nicht meine Gespielin. Und jetzt ist sie tot. Also reden Sie nicht so von ihr, ja? Okay, tut mir leid.
Es ist richtig, dass Sie am 13. Mai mit ihr, wir sehen hier ein Bild von ihr, im Taxi mitgefahren sind? Ja, das ist richtig. Es war ein ziemlich stranger Abend. Mein Kumpel Patrick und ich, wir hatten so eine kleine Kneipentour geplant und ich bin im Taxi zu ihm aufgebrochen und bis ich bei ihm angekommen bin letztendlich, habe ich eine ziemliche Odyssee mitgemacht. Ich habe zweimal versucht, mit dem Taxi zu fahren, aber die Frau, die Taxifahrerin hatten alle an dem Abend ein Problem. Und ob ich ein Problem hatte, du warst mein Problem. Meine Güte, ist die Frau schon wieder so agro. An dem 13. Mai hatte sie sich die allerfieseste Laune. Also ich glaube, mein Schwein pfeift. Bis zu dem Moment, wo du bei mir im Taxi eingestiegen bist, war ich allerbester Bitte, Laune. Bitte, Frau Spielmann, jetzt, ja? Ja, Sie haben ja recht. Nicht in der Wortwahl und ja. Überhaupt nicht. Aber muss ich mich jetzt von dem da als Nörglerin hinstellen lassen, weil ich mich nicht als Sexobjekt von ihm behandeln habe lassen? Jetzt hört's aber auf. Meine Güte, man kann es auch echt übertreiben. Ich übertreibe nicht. Und du hast mich auf eine ganz widerliche Art und Weise angemacht und blöd angetatscht. Und du hast selbst dann nicht damit aufgehört, als ich zu dir gesagt habe, ich habe es nicht im geringsten nötig, mit so einem widerlichen Schlösel wie dir für Geld ins Bett zu steigen. Und als er dann trotzdem weitergemacht hat? Ja, natürlich. Haben Sie ihm eine Ohrfeige verpasst und haben ihn aus dem Wagen geschmissen? Ja, mit gutem Recht. Jetzt machen Sie mal halblang. Ich habe mir nur ein paar Scherzchen erlauben wollen, um Scherzchen. Die Fahrzeit zu überbrücken. Genau. Ich kann nicht ahnen, dass Sie nicht den geringsten Sinn für Humor haben. Ja, allerdings. Entschuldigung, erstens möchte ich überhaupt keine Kommentare aus dem Zuschauerraum. Und zum Zweiten weiß ich überhaupt nicht, was da lustig dran sein soll, eine Taxifahrerin fast wie eine, Entschuldigung, Prostituierte zu behandeln. Ne? Ach, kommen Sie. Was heißt denn, ach, kommen Sie? Die Frau Spielmann hat es gerade eben noch mal geschildert in der Vernehmung. Das ist diskriminierend, frauenfeindlich und menschenverachtend. Geschmacklos obendrein. Das kommt jetzt aber nur durch die Beschreibung so rüber. Der hat wirklich nichts Schlimmes im Sinn gehabt. Und dein Ohr feucht mich einfach und wirft mich aus dem Taxi. Nix. Sie sind diejenige, die sich unmöglich benommen hat. Sie können froh sein, dass ich nicht wegen Körperverletzung angezeigt habe. Lass mich raten, Knacki. Ha? Nutten sind wohl die einzigen, die sich auf dich armseligen Schmierlappen einlassen, oder? Bitte, bitte. Und Sie beruhigen sich jetzt beide mal ein bisschen, Herr Knacke. Sie schildern mir jetzt bitte mal, was Sie weitergemacht haben, nachdem Sie von der Frau Spielmann aus Ihrem Taxi geworfen wurden. Ja, wir sind ja nicht weit gekommen. Ich bin dann zu Fuß die 500 Meter zurück zum Taxistand gelaufen, um das nächste Taxi zu nehmen. Und das war dann der Wagen von der da. Darf ich kurz dazwischen fragen? Das Taxi von Frau Ansberg, war das das erste in der Schlange? Nein, da hatte noch so ein Typ vorher gestanden. Der hatte aber so laute Musik an, dass ich gleich ins nächste Taxi eingestiegen bin. Ah ja, und bei Frau Ansberg sind Sie da ans Ziel gekommen? Nein, leider war an dem Abend anscheinend der Wurm bei den Weibern drin. Also ich möchte jetzt auch so Wörter wie Weiber hier nicht weiterhören, bitte, ja? Entschuldigung. Na jedenfalls habe ich diese Frau Ansberg auch direkt angepflaumt, bevor ich noch irgendetwas sagen konnte. Ich habe mir gedacht, jetzt heißt mal lieber schön die Schnauze, weil ich noch bei einem Kumpel ankommen wollte. Aber nicht mal das hat was genützt. Was wollen Sie damit sagen? Ja, dass sie nach ungefähr 1 Kilometer rechts rangefahren ist und gemeint, dass sie unbedingt telefonieren muss. Sowas habe ich davon noch nie in einem Taxi erlebt. Haben Sie das Telefonat mitgehört? Ja, sie hat den Typen am Telefon gefragt, ob es richtig ist, ob es wahr ist, dass er eine schwangere Frau und ein zweites Kind hat. Schätz mal, er hat ein Ja gesagt. Und ist die voll abgegangen. Die hat den echt rund gemacht. Haben Sie mitbekommen, mit wem sie da gesprochen hat? Das war er da. Woran machen Sie das fest? Ja, sie hat mit einem Timo telefoniert. Na, jedenfalls hat sie einen Timo angebrüllt. Und da er Timo heißt und Stress mit ihr hatte, wird das schon er gewesen sein. Können Sie sich noch an den genauen Wortlaut von Frau Ansberg erinnern? So ungefähr. Sie hat gemeint, dass er ein armseliger Heuchler ist und der letzte Drecksack, der rumläuft. Und dann hat sie gemeint, dass er mit seinem doppelten Spiel aufgeflogen ist und er schon sehen werde, was er davon hat. Konnten Sie aus Ihrer Reaktion dann noch irgendwas entnehmen oder schließen, was der am anderen Ende der Leitung wohl zu den Vorwürfen gesagt hat? Ich glaube, dass er ihr gedroht hat. Nachdem sie nämlich angebrüllt hatte, hat sie kurz zugehört und das ist noch viel wütender geworden. Und dann hat sie ihn angeschrien, dass sie aufhören soll zu drohen. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist die Wahrheit. Ja, Entschuldigung, ich war zufällig bei dem Gespräch dabei und ich habe ihr auf keinen Fall gedroht. Wenn Sie bei dem Telefonat dabei waren, dann müssen Sie es aber besser wissen. Ah, okay, jetzt kapiere ich die Nummer. Sie haben Nathalie ermordet und wollen jetzt alles mir in die Schuhe schieben. Alles klar, okay. Was? Das ist jetzt Ihre Strategie, um aus der Nummer wieder rauszukommen? Ja, irgendwer hat Nathalie umgebracht und ich war es nicht. Wie ist denn das Telefongespräch dann weitergegangen? Ja, zum Abschluss hat sie noch gemeint, dass er in der Hölle verrecken soll. Und dann hat sie aufgelegt, ist in Tränen ausgebrochen und hat mich angeschrien, dass alle Männer Arschlöcher sind. Ich inklusive. Und wie haben Sie dann darauf reagiert? Ich bin wortlos aus dem Taxi ausgestiegen, zur nächsten U-Bahn-Station gelaufen und das war's dann für mich. Mir hat es nämlich endgültig gereicht. Denn, wie gesagt, was mit Frau Ansberg später passiert ist, tut mir wirklich sehr leid, aber sie waren ja abends schon wirklich sehr hysterisch für ihre privaten Probleme.
Hey, jetzt pass mal auf, Knacki, gell? Meine Freundin hat an diesem Abend erfahren, dass ihr Freund es über ein Jahr lang versäumt hat, ihr von seiner Frau und seinen Kindern zu erzählen. Und wenn man in dem Zusammenhang einmal dann die Nerven verliert, dann ist man von dir nicht gleich als hysterische Ziege abzustempeln. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Im Subtext schon. Ich habe dein Weltbild schon verstanden, Knacki. Und weißt, was ich noch verstanden habe? Du willst mit diesem ganzen Hysterie-Gequatsche nur von dem ablenken, was wirklich in dem Taxi passiert ist. In Wahrheit hast du doch mit der Natalie in dem Taxi die gleiche Tour abgezogen wie mit mir. Ich bin davon überzeugt, dass sie Frau Ansberg genauso versucht haben zu belästigen oder sie sogar belästigt haben wie Frau Spielmann. Sie haben jetzt und die hat sich dann gewehrt. Mit ihrem Messer. Und dieses Messer haben sie dann genommen. Sie haben sie entrissen und haben sie dann erstochen. Sie haben jetzt wohl vollkommen den Verstand verloren. Jetzt kriegen Sie mal wieder ein. Jetzt passen Sie mal auf. Jetzt halten Sie sich mal ein bisschen zurück. Und wenn Sie sich noch einmal so im Ton vergreifen, dann wird ein Ordnungsgeld gegen Sie fällig. Ich hoffe, das ist angekommen. Ja, sorry. Aber erst wird mir hier angedichtet, dass ich keine Frauen abkriege. Und jetzt soll ich deswegen auch eine Taxifahrerin abgemuckt haben. Das muss ich mir doch nicht gefallen lassen. Herr Knacki, jetzt müssen Sie mal ein paar Fragen gefallen lassen. Jetzt reden wir mal Klartext hier. Sie hatten doch an dem Abend erheblichen Druck. Sie mussten eine Frau aufreißen. Hm? Wie bitte? Ich glaube, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Ach so, Sie können mir nicht ganz folgen. Da gab es doch eine Wette. Sie hatten doch mit Ihrem Kumpan hatten Sie doch eine Wette abgeschlossen. Ach so, die Wette. Ah ja, ach so, die Wette. Wissen Sie noch, worum es ging? Bei der Wette? Also, Sie hatten gewettet, dass es Ihnen an dem Abend auf jeden Fall noch gelingen würde, eine Frau abzubekommen. Hm? Sie waren doch dabei. Na, dann berichten Sie doch mal. Das war echt geil. Hey, Entschuldigung, dazu muss man wissen, der Manu, der denkt echt, der kann bei jeder landen. Aber an dem Abend hat echt nichts geklappt. Der ist bei keiner gelandet. Hatte nicht mal ein Handybild oder so, mit dem man beweisen kann, dass er eine hatte. Noch nicht mal ein Handybild. Erinnern Sie sich jetzt, um was es bei der Wette ging? Meine Güte, das war Spaß. 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 Um was ging's denn? Um was haben Sie denn gewettet? Um Kasten Bier. Ich hab Sie nicht so genau verstanden. Um was ging's? Um Kasten Bier. Um ein Kasten Bier. Eine Frau um ein Kasten Bier. Darum ging's. Wie bitte? Also wenn Sie mich fragen, gehört dieser Typ einfach nur kastriert. Also bitte jetzt. Da gehen wir doch ein bisschen zu weit, oder? Das war doch alles nicht so ernst gemeint. Ich habe deswegen auch bestimmt nicht versucht, die Taxifahrerin zu belästigen. Doch nicht wegen dem Kasten Bier. Bei mir hast du doch genau das Gleiche gemacht. Jetzt red dich doch bloß nicht raus. Ich rede mich hier nicht raus. Außerdem, wenn ich sie belästigt hätte, hätte sie so Spuren von mir in der Leiche geben müssen. Nicht unbedingt. Wir haben nicht gestritten. Und sie war einfach, als ich eingestiegen war, sie hat Scheiße drauf und habe mich blöd angemacht. Okay? Und das, ich bin dann ausgestiegen. Das Herr war's. Herr Knack, hören Sie auf, uns so einen Unfug zu erzählen. Die Geschichte ist ganz anders abgelaufen. Sie sind nicht in das Taxi von Frau Ansberg eingestiegen, weil der andere vor ihr, der Taxi vorher da dran, weil der laute Musik hatte. Nein, Sie haben Frau Ansberg ganz bewusst ausgesucht, weil Sie Druck hatten, weil Sie an dem Abend eine Frau aufreißen mussten. Nein! Doch! Genau so war's. Und dann kam's zum Streit. Sie wollten Ihrem Kumpel ein Handyfoto zeigen, mit einer Frau, mit einer Story drauf. Haben Sie nicht geschafft? Dann gab's Stress mit Frau Ansberg, Sie haben das Messer genommen und haben Sie erstochen. Wenn Sie glauben, dass Sie wirklich diesen Schwachsinn anhängen können, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin weder ein Frauenhasser noch ein Frauenmörder. Auch wenn es dazu schön in den Kram passen würde. Weiterfahren. Keine. Da bleibt danke. Sowohl der Herr Knacki als auch die Frau Spielmann unvereidigt. Nehmen Sie bitte den Platz. Clemens Braun, bitte.